Ich heiße Lena Griski und gehe auf die beste Ballettschule der Welt. Keiner weiß, dass ich eine Zeitreisende aus dem Jahr 1905 bin. Und mein Freund Henry will mich nach Hause zurückholen. Was bisher geschah. Lena sollte von der Schule fliegen, weil sie mitten in der Gala von der Bühne gerannt war. Du darfst bleiben, aber du schaffst es niemals in die Kompanie. Die Zeitsammler haben immer noch ihren Zeitmesser. Durch Lenas Zeitmesser gab es eine Zeitschleife. Au! Au! Irgendwo gibt es eine zweite Hälfte. Ich frage mich, ob ich Pinky jemals wiedersehe. Ich komme gleich nach. Was? Er war so süß. Könnte man Schönheit zeitlich messen, wärst du die Ewigkeit. Hat irgendjemand Lena gesehen? Die ist nicht hier. Ah ja, okay. Lena, komm raus. Wolltest du nicht Madame Carré zeigen, dass sie falsch liegt? Du hast dir doch so viel vorgenommen. Und wenn sie nun recht hat? Vielleicht bin ich ja nicht gut genug. Ja, sie behält recht, wenn du herumliegst und dich nur selbst bemitleidest. Wir schreiben jetzt einen Test in Geschichte und haben den ganzen Tag Unterricht bei der Carré. Lena, komm jetzt. Lena! Ohne mich. Okay, dann sag ich der Carré, dass du hier vom Bett aus tanzt, hm? Lena. Komm schon. Du kannst sie doch nur umstimmen, wenn du sie auch tatsächlich umstimmst. Hm. Weißt du was? Du hast recht. Danke, Ines. Heute erarbeitet bitte eine kurze Sequenz und lasst euch dabei von einer anderen Zeit inspirieren. Es ist doch wunderbar. Das ist eine Chance, sie zu überzeugen. Zwei unterschiedliche Zeitalter, zwei Stile. Das kann zu sehr interessanten Ergebnissen führen. Ihr habt dafür den ganzen Tag Zeit. Die erste Gruppe, Dash und Max, Thea, Ines und Jeff. Die zweite Gruppe, Tim, Laura, Sana, Mike und Jonas. Madame Carré? Zu welcher Gruppe soll ich gehen? Zu keiner. Du wirst nicht teilnehmen. Es steht dir frei, in einem anderen Studio allein zu trainieren. Ja, Madame Carré. Es ist nicht zu glauben, dass du bei den Zeitsammlern warst. Was für eine Dummheit, Henry. Ja, aber darf ich betonen, dass ich zuerst bei dir war? Denkst du bitte an deine Drohung, mich auf Onkel Alains Hof zu schicken? Hätte ich's nur getan. Aber ab sofort wirst du dich nicht mehr durch die Zeit katapultieren. Ist das klar? Vater ist sehr erzürnt und sagt mir gar nichts mehr. Es wäre schön, mit dir reden zu können. Henry, ich bin hier. Bist du auch hier? Ich meine da.
Also hier? Du weißt, was ich meine. Ach, ich würde auch so gern mit dir reden. Ich muss dir so viel erzählen. Sie ist jetzt hier. Wir sind noch nie zur selben Zeit auf dem Dach gewesen. Der Brief war sofort hier. Bist du jetzt gerade da? Henry, ich bin gerade hier. Das ist ja echt der Hammer. Der Hammer? Ist hier auch ein Nagel? Was sind das für lachende Gesichter? Ist das eine Geheimschrift? Du verstehst gar nichts, du Trottel. Ein Hammer heißt sehr gut. Und die fröhlichen Gesichter heißen, ich freue mich so sehr. Ich finde einen Weg zurück zu dir. Das verspreche ich. Ja, hoffentlich. Ich hatte großen Ärger neulich Abend, weil ich fortgelaufen bin. Ich wäre fast von der Schule verwiesen worden. Zum Glück darf ich bleiben. Aber Madame Carré hat gesagt. Sie hat gesagt, ich werde es niemals in die Kompanie schaffen. Wo ist Pinky? Es ist ziemlich offensichtlich, dass er nicht hier ist, Frank. Danke sehr, Clive. Meine Augen waren wirklich kurz nicht bei der Sache. Daher bin ich sehr froh, dass du das für mich aufklären konntest. Selbstverständlich, Frank. Ich würde mit den Augen mal zum Arzt gehen. Rede nicht. Und das den ganzen Tag lang nicht. Ja, gut. Das finde ich etwas hart. Hallo? Meine Schöne. Gehen wir spazieren? Oder noch besser, gehen wir was essen? Du hast die wunderschönsten Augen auf der ganzen Welt. Als wäre ich scharf auf ein Date mit ihm. Ein Date? Ein Date mit wem? Dirk. Dirk? Er schickt dir eine Nachricht? Das geht ja gar nicht. Du fehlst mir sehr. Wäre schön, wenn du das alles hier sehen könntest. Ich möchte, dass du zurückkommst. Ich kann dich fast spüren. So, als wärst du hier. Wir sind wie Romeo und Julia. Weißt du noch, wie wir uns früher mit den alten Sachen verkleidet haben? Du hast mich da auf eine Idee gebracht. Ich muss mich um etwas kümmern, aber ich komme wieder. Und danke. Das ist reine Magie, denn ich bin hier. Aber das geht gar nicht. Und siehst du, es geht doch. Hast du einen Verband? Was? Ich schlug mir das Knie auf, als ich hier verfallen bin. Oh nein, 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 nein. Also, hast du meine Nachricht erhalten? Das warst du. Jetzt verstehe ich es auch. Ich hatte es ausgeliehen. Was willst du? Ein Date. Niemals. Oh doch. Keine Chance. Ich komme zu spät zum Unterricht. Also treffen wir uns nach der Schule. Ich gehe jetzt in den Unterricht.
Toll. Super. Also sehen wir uns nach der Schule. Wie kommt ihr denn hier rein? Was wollt ihr? Den anderen Zeitmesser. Oder? Frank? So direkt wollte ich es nicht sagen. Aber ja. Also, gib ihn her. Welchen anderen Zeitmesser? Eine gute Frage, Victor. Ich sage dir was. Was? Nicht dir. Ihm. Mhm. Ich sage dir was. Was? Clive, hör auf, aus meinen Drohungen dumme Witze zu machen. Verstanden? Natürlich, Frank. Danke. Ich weiß, dass du den Zeitmesser hast. Tu das, was jeder kluge Mensch tun würde. Ihn mir geben. Oder du musst mit Konsequenzen rechnen. Ich gebe dir nur die Gelegenheit, nicht zu erleben, was ich dann tun werde. Ich hätte da Angst. Ihr beide habt keine Ahnung, mit wem ihr spielt. Überschätzt euch nicht. Nein, ich bitte dich. Wir haben das schon 100 Mal versucht. Können wir bitte was anderes trainieren? Es ist was anderes. Du verstehst meine Vision nicht. Also, Dirk, wird dich nicht mehr belästigen. Dash, was hast du getan? Alles gut. Jeff, unterstütz mich. Wir müssen eine wichtige Epoche wählen. Die 50er waren unglaublich, total innovativ. Oh ja, und das weißt du woher? Oh, Leute, wir haben uns noch nicht mal auf ein Konzept geeinigt. Ich verschnauf mal da. Hört mal, ich habe eine Idee. Die ist echt aufregend. Lässt einen richtig erzittern. Oh, bitte. Zittern ist toll. Denn im Augenblick haben wir nur Sir, ich habe immer recht, und Miss, nein, ich viel mehr. Gut, wir sind ein Team. Und ein Team hält zusammen. Wenn wir auf das Feld gehen, müssen wir stolz und stark sein. Und jetzt eure Hände. Hast du das aus dem Fernsehen? Ja. Es war eine aufregende Ansprache. Der Mann fing dann einen amerikanischen Football und alle hoben ihn hoch und trugen ihn auf den Schultern. Wer ist dabei? Muss ich dich daran erinnern? Madame Carré hat dich von der Aufgabe ausgeschlossen. Ich hätte so die Möglichkeit, etwas gut zu machen. Es ist dieses Erzittern. Es ist ganz wichtig. Ich bin dabei. Ich mag den Film. Ich mach auch mit. Ich nicht. Lasst euch nicht aufhalten. Tia und ich lassen euch dann allein. Komm. Ich weiß es noch nicht. Ich verspreche dir, es wird sonderbar, Dash. Tatsächlich? Nein, das falsche Wort. Ganz wunderbar. Schon besser. Team Lena. Team Lena, Team Lena, Team Lena. Mademoiselle, ich bitte Sie um diesen Tanz. Meine Tanzkarte ist voll, befürchte ich. Erstaunlich. Darf ich Sie mal sehen? Jetzt sieht sie aber leer aus. Ich befürchte, wenn ich mich noch tiefer verbeuge, platzt meine Hose. Das wäre das Stadtgespräch, Henry. Findest du diese Notiz? Sie könnte dir nützen bei deinem Projekt. Ich glaube an dich, in Liebe, Henry. Du bist der beste Henry.
Ich wusste, dass du kommen wirst. Darf ich dich etwas fragen? Bist du eine Kamera? Nein, nicht schon wieder. Denn jedes Mal, wenn ich dich sehe, kann ich immer nur lächeln. Versuch nicht, mich mit Sprüchen abzulenken. Du hast nämlich was, was Lena gehört. Also gib es mir. Und hör auf zu grinsen. Du weichst aus. Du bist bezaubernd. Deine vielen Wörter und einstudierten Witze kommen bei mir nicht an. Gar nicht. Ach, wirklich? Du lächelst aber von Ohr zu Ohr. Gib mir den Zeitmesser. Ist nur ein Scherz. Ich hab ihn nicht. Er ist wieder in 1905 bei meinem Chef. Und ich bitte dich, lass dich von mir ein einziges Mal einladen und du wirst es bestimmt nicht bereuen. Okay. Wenn du mir den Zeitmesser gibst und versprichst, meine beste Freundin in Ruhe zu lassen, dann könnte es sein. Ich wusste es. Du bist so verrückt nach mir wie ich nach dir. Das wird einfach unser Schicksal sein, oder? Ganz ruhig. Ich sagte, es könnte sein. Ich kann dir leider nichts versprechen. Ich weiß nur hundertprozentig, dass ich den Boden unter deinen Füßen auf ewig küssen werde. Also Dash? Nicht doch, nein. Was trägst du da bei dir? Gar nichts. Du verschweigst mir etwas. Es gibt nichts zu erzählen, nada. Absolut, absolut nichts, ehrlich. Ich werde hier alles auseinandernehmen, bis ich das habe, wonach ich suche, Victor. Nichts dergleichen wirst du tun. Und jetzt raus hier. Ja, gut. Ich warne dich. Was denkst du, kann einer wie du einem wie mir antun? Raus! Ich habe ihn gewarnt. Wieso beißt er immer wieder in den Apfel? Er hängt in einer Zeitschleife. Und wieso verschwindet er? Hängt man in einer Zeitschleife, erlebt man denselben Augenblick immer wieder und verschwindet irgendwann. Bedenke, was wir mit den beiden Zeitmessern alles tun können. Er wird keine Äpfel mehr sehen können. Bitte verzeihen Sie, Monsieur Victor, ja? Schade, dass Sie nichts Köstliches gegessen haben wie Schokoladenmus oder einen Eclair. Komm jetzt! Wir müssen den zweiten Zeitmesser finden. Hallo, mein Schöner. Frank? Ja? Ich habe einen Besen gefunden. Was? Einen Besen! Solltest du heute nicht an deiner Technik feilen, Lena? Allein? Ja, Madame Carré. Bitte setz dich jetzt und missachte nie wieder meine Anweisungen. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das Zeug dazu habe. Und auch den Antrieb und Ideen und Hingabe. Und Kostüme. Und Kostüme. Sagte ich denn etwas von Kostümen? Aber ich dachte, es wäre ein zusätzlicher Effekt. In mein Büro. Sofort.
Psst. Das hatte schon was, Chica. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber das hatte was. Hier muss was zu finden sein. Hey, Victor Duquet hat jede Menge Geheimnisse. Das heißt, weitersuchen, bis du etwas findest. Immer nur Briefe. Langweilig, langweilig, langweilig. Langweilig. Hier geht es um irgendeinen dummen Schmuck. Wen interessiert schon eine alberne Kette, Frank? Wir werden uns leider nicht wiedersehen. Ich werde meine Hälfte mit meinem Leben beschützen und du wirst es sicher mit deiner genauso halten. Die zwei Hälften werden nie wieder vereint sein. Alex. Clive. Es geht um den Zeitmesser. Den suchen wir doch, oder? Ja, Clive. Natürlich. Dann schätze ich, war ich unser Retter, hä? Weil du den Brief weggeworfen hast? Ja, Clive, du bist der allergrößte Held, dem ich jemals im Leben begegnet bin. Oh, danke sehr, Frank. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer dieser Alex ist. Was sollte das? Ich weiß, ich sollte bei der Aufgabe nicht mitmachen. Aber ich war so inspiriert, ich konnte nicht anders. Ich weiß, es war falsch, aber kennen Sie das, wenn Sie nicht tanzen können, was Sie fühlen, werden Sie platzen? Ich würde nicht so gern platzen. Aber ich verstehe dich. Ja. Ich wollte Ihre Anweisung nicht missachten. Aber Sie sollten sehen, wie viel mir der Tanz bedeutet. Und dass mir nicht das Zeug dazu fehlt, Madame Carré. Auch wenn Sie es nicht so sehen. Es war wunderschön. Mehr als das sogar. Oh, danke sehr. Es war nicht schön für dich zu hören, dass du nicht gut genug wärst. Nein, Madame. Oder ausgeschlossen zu werden von der Aufgabe. Nein. Nun gut, mein Plan ist aufgegangen. Das war also ein Test. Damit eins klar ist, Mademoiselle Griski, falls du dich mir noch einmal widersetzt, werde ich dich verweisen. Ja, Madame Carré. Ich meine, nein, Madame Carré. Ich meine, Sie wissen schon, was ich meine, Madame Carré. Ich verstehe. Du darfst jetzt gehen. Henry, es hat geklappt. Ich danke dir. Heute war ein guter Tag. Nein, heute war ein großartiger Tag. Ich erzähle dir alles, aber du musst kommen und mich auf dem Dach treffen. Jetzt dreh dich um und stell dir vor, ich stehe vor dir. Mademoiselle, ich bitte um diesen Tanz. Ja, es wäre mir ein Vergnügen, Monsieur.